Herzlich willkommen, ihr Modern Consumer und FIFA-Zocker, zu einer neuen Folge bei First Sky bei mir. Wir bauen heute die kroatische Nationalmannschaft und es gibt eine kleine Neuerung in meiner bei First Sky-Reihe. Und zwar habe ich mir jetzt für diesen Part überlegt, und je nachdem, wie es für euch ankommt, werden wir es in Zukunft öfters so machen, dass ich mir einen Spieler vorab aussuche, den ich auf jeden Fall in diesem Team haben will, der da schon reinpasst natürlich. Und den Rest holen wir dann als bei First Sky Standard dazu. Und heute ist es auf jeden Fall Mario Mandzukic als Inform-Variante, 85 Gesamtstärke. Hier ist er schon mal am Start, hat jetzt 28.500 Münzen gekostet, Stand 7.12.2016 und der soll hier heute die Tore für uns machen. Trotzdem machen wir es wie gehabt, wir machen eine zufällige Formation drumherum, ein Stürmer wird ja auf jeden Fall jetzt dabei sein und den Rest bauen wir dann gleich zusammen. Ich mache jetzt einfach mal Stopp. Und da haben wir schon wieder, wie im letzten Part, ein 5-2-2-1-System, so ist es. Und da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt für eine kroatische Nationalmannschaft zusammenbekommen. Und wir fangen im Tor an. Kroatien, Torwart, kann alles passieren, was kommt. Ja, man muss natürlich auch auf dem Transfermarkt suchen, damit man hier seinen Torwart findet. Und da haben wir einen Bronze-Torwart. Das ist natürlich schon mal nicht so toll. Aber es lässt auf jeden Fall zu hoffen, dass wir davor bei der Innenverteidigung was Besseres finden. Und wir machen es jetzt so, bei der Innenverteidigung, wir holen jetzt hier unseren Korluka, den mache ich auf die Liste und dann nehmen wir den ersten von der nächsten Seite einfach, dann geht das so hier weiter, damit wir schnell durchkommen, oder dann halt den ersten von der nächsten Seite, bis da einer kommt. Lovren wird es werden, von Liverpool. Sehr schön, das freut mich. Und dann holen wir jetzt noch einen, den ersten, wenn es nicht schon wieder einer ist, den wir eben schon mal hatten, mache ich auf die Kandidatenliste und dann machen wir bei den Außenverteidigern weiter. Es wird Barbaric. Barbaric, okay. Kennt man natürlich nicht. Ist eine Bronzekarte. Ja, es ist schon mal eine kunterbunte Mannschaft bis jetzt, ne? Ja, wie immer halt, ne? Linker Außenverteidiger, was haben wir da? Gar keinen. Transfermarkt, wir haben keinen linken Außenverteidiger. Dann werde ich jetzt hier natürlich einen linken Verteidiger suchen. Das ist ja gehüpft wie gesprungen. Und dann nehmen wir Jocinovic. Auch wieder ein Bronzespieler, den kann man ja mal direkt holen. 58 Gesamtstärke. Was will ich mehr? Wir hätten beinahe einen von KSC haben können. Habe ich da gerade gesehen. Jetzt hole ich noch den rechten Verteidiger und dann schauen wir mal, wen wir danach holen. Hole ich erstmal die Mannschaft erstmal komplett. Und hier haben wir kurz vorm Inform hier, ne? Srena hätte es noch sein können. Aber es ist dann hier von Atletico. Ne, Vrsaljko. Wie auch immer. Dann hole ich die jetzt erstmal und dann machen wir gleich weiter. Vrsaljko Srna. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar, Srna. So, die Mannschaft nimmt Form an, unsere kroatische Nationalmannschaft. Wir machen jetzt weiter mit dem ZM-Spieler. Und das wird auf der linken Seite Kovacic von Real. Real Madrid. Und als nächstes, wir gehen wir eine Seite weiter nach rechts und gucken, wen wir da bekommen. Es wird Kovacic, nicht. Nochmal eine weiter, bis der erste kommt. Rakitic, Ivan, wer soll es sonst werden? Ivan Rakitic, richtig geil. Also die Kroaten haben richtig gute Spieler mit dabei. Und da ist Rakitic einer davon. Jetzt noch der linke Flügel. Ich weiß gar nicht, wer da so sein könnte. Aber wir werden es jetzt sehen. Piazza wird es sein von Juventus Turin. Okay, also hier Kollege von Mandzukic, dann haben die ja schon mal einen grünen Verbindungsbalken. Wunderbar. Brauchen wir unbedingt in dem Team. Und jetzt auf der rechten Seite, der letzte Spieler im Team. Nochmal ein Informspieler. Brozovic von Inter Mailand. Saugeil, was wir jetzt hier für eine Mannschaft zusammen. Die Kroaten, beste Mannschaft überhaupt von der Gesamtbewertung, außer halt der Torwart, Innenverteidiger und linker Verteidiger. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle dabei habe. Ja, die Jungs sind jetzt komplett. Ich will mir sie jetzt nochmal anschauen, was die so drauf haben. Hier die Innenverteidigung, ne? Ja, der ist ja noch ganz gut. Aber hier unser Bronze-Innenverteidiger mit Tempo 32. Das ist natürlich schon eine ordentliche Marke. Rakitic hat nur 3 Sterne, aber der hat einen richtig krassen Schuss. Das müssen wir auf jeden Fall mal aus der Ferne mit dem ausprobieren. Aber der ist Rechtsfuß. Dann würde ich eigentlich sagen, machen wir ihn auch hier auf die linke Seite. Kovacic oder wie auch immer man den ausspricht dann. Naja, okay, machen wir einfach dahin. Unser Flügelstürmer Brozovic
Brozovic, Brokovic, bitte, bitte, ditsch, ditsch, ditsch. So hören die immer auf, so wie die Dänen mit Son aufhören und sowas, ne? Na, Son und wie sie alle heißen, keine Ahnung. Ja, 4 Sterne, schwacher Fuß. Ja, 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 Dribbling hat er ganz gut, Schuss hat er auch ganz gut, Tempo ist okay. Und hier auf der linken Seite 4 Sterne, 4 Sterne. Ja, der, ich finde, der macht einen ganz guten Eindruck, der Pjatscha, außer sein Schuss jetzt vielleicht. Ja, und den hat natürlich Mandzukic, da müssen wir die Flanken hinmachen, der muss die Dinger reinköpfen oder er schießt sie ja drei mit seinem 84er Schuss. Ich bin sehr gespannt, machen online Einzelspiel, vielleicht 2 Spiele und dann machen wir daraus die Highlights. Vielleicht gibt es ja jetzt auch schon ein Feuerwerk, man weiß es nicht. Ich spiele mal zu Hause und wir haben ja einen Gegner mit einer französischen Ligamannschaft. Ja, gab es im letzten Buy for Sky. Da könnt ihr gerne reinschauen, falls ihr das verpasst habt. Und ja, ich spiele zu Hause und mit dem Benfica Lissabon Trikot. So, dann stoßen wir jetzt mal über die rechte Seite hier zum ersten Mal so richtig vor. Machen hier eine Art Flanke. Und dann war es hier schon mal so ein kleiner Versuch vorne aufs Tor. Der Gegner macht sich auch nicht schlecht. Aber jetzt, wartet, Mandzukic doch mit so einem Schuss schon da hinten drauf. Siehst du, da kriegt man eine Ecke raus. 84 Schuss, das kann man mal probieren. Ja, jetzt kommt der Gegner. Es wird eng, es wird eng. Aber wir kommen da raus. Mit einer 5er Abwehrkette ist das auch immer relativ gut möglich, finde ich. Rakitic. Getunnelt. Er tunnelt mich, er kommt durch und er schießt daneben. Gott sei Dank. Einmal hier abwischen. Dortmund-Trikots am Start. Ja, kann man mal machen. Ja. Mandzukic. Ah. Subasic. Alles mit Itch hinten, wie gesagt. Schön abgefangen jetzt den Ball. Und jetzt da oben auf Mandzukic. Aber der ist einfach zu langsam. Er ist zu langsam. Da kommt der Schuss. Alter, ja, ich versuch's aus der Ferne, weil ich hier wirklich 2 schussstarke Typen habe im Team mit Rakitic und Mandzukic. Aber es hat leider noch nicht gereicht. Mit der Formation auch ziemlich schwierig hier irgendwie heute. Ja, da kommt er an, da kommt er an auf unseren Außenspieler. Shit, das war eine 100%ige Chance, die ich mir hier wieder mal entgehen lassen habe. Und dann spielt er hier klein mit mir. Aber hier nochmal holen, Rakitic, schade. Und somit gehen wir jetzt in die Halbzeit rein. Es gab 4 Schüsse auf meiner Seite, 3 auf seiner. Also es ist ein bisschen was los hier, aber so dieses letzte Quäntchen fehlt noch. Oh, was? Lecco mio, ey. Also so ein Lackertor hoch 10. Ich weiß gar nicht, der hat eben irgendwann ausgewechselt. Aber das war auf jeden Fall ein sehr glückliches Tor. Abgefälscht und dann irgendwie unter die Latte rein. Am Ellenbogen. Eigentlich haltbar, aber ich weiß nicht, warum der hier schon so eine Armbewegung da macht. Sehr glücklich das Tor. Und ja, also ich muss jetzt hier auch ran. Ich gehe jetzt auch offensiv, auch wenn ich eine 5er Abwehrkette habe. Ja, die sollen jetzt alle mit nach vorne. Ja, zum Beispiel so und dann, dann fehlt es halt am letzten Quäntchen. Und jetzt komm, Mandzukic, das könnte dein Kopfballtor werden, wenn du hier irgendwie rankommst. Ah, Leute, jetzt muss es auch mal klingeln. Oh, 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 knapp. Oh, Ben Arfa hier. Alter, das Ding von der Linie gekratzt, aber sowas von. Wow, und schon wieder ein Latten, ein Alu-Treffer. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt mal wieder. Aber ja, es muss jetzt auch noch von meiner Seite einmal klingeln, sonst kann ich hier nicht zufrieden ins Bettchen gehen. Ja, und da gibt es 11 Meter. Den haben wir uns wieder feinst rausgeholt und Elfmeter, ich liebe sie ja. Immer wieder verschieße ich die schönsten Elfmeter. Mal gucken, was hier heute passiert. Eieieiei. Ich mache jetzt den Pfeil aus. Ich versuche es jetzt nach links oben, aber der geht voll daneben. Ach Mann, der hält den, der springt ja nach links. Genau da, wo ich hinschieße. Das ist einfach nicht zu fassen. Elfmeter gehen bei mir 9 von 10 nicht rein. Ah! Oh, schön der Pass auf unseren Außenverteidiger. Oder wer das nochmal?
Aber es soll immer noch nicht sein. Komm, jetzt die Ecke. Ich warte ja immer noch auf den Kopfballtor. Jetzt ich ja auch mal mit der Latte. Schade. Ich dachte, man spielt immer dahin, wo der Gegner ist. Oh nee, 2-0. Ja, also meine teuerste Mannschaft, muss ich sagen, bis jetzt am unerfolgreichsten von allen. Also wirklich, das ist die teuerste Mannschaft, die ich in FIFA bis jetzt zusammengestellt habe. Und ich habe mit der jetzt noch nichts gegen den Gegner hier auf die Kette bekommen. Das schreit ja zu nach dem zweiten Spiel. Mandzukic. Mandzukic. Fuck, Zukic. Ja, der kommt an hier. Ah! Das ist echt der beste Mann. Der beste Mann vorne war dieser Platscha, wie auch immer der heißt. Linker Flügel. Relativ günstig gewesen. Aber wir gehen jetzt ins zweite Spiel. Wir machen jetzt noch eins und ich hoffe, jetzt klingeln die Glocken, aber bis zum geht nicht mehr. Da war mal so, das war, hat echt gut angefangen, fand ich. Es hat wirklich stark angefangen und dann aber auch wiederum stark nachgelassen. Ich will wenigstens nochmal in die Bewertung für euch reinschauen, damit ihr das auch nochmal seht. Mandzukic vorne, die Formation ist auch so semi-gut, finde ich. Also das ist, da brauchst du halt wirklich schnelle Konterspieler, damit das klappt. Aber hier eigentlich chancentechnisch waren beide gut dabei. Ein 2-0 ist da nicht verdient, finde ich. So, der nächste Gegner kommt mit einem Frankreich-Trikot an, aber hat keine französische Mannschaft. Der hat irgendwas. Aber so richtig Team kann man das auch nicht nennen. Hazard? Ja, ich bin gespannt. Das muss jetzt was werden. Chemie 48. Puh. Ja, klar. Ja, klar. Und dann drüber. Also es fängt jetzt auch mal mittendrin hier an zu ruckeln, das Spiel. Gignac ist das ja vorne drin, den er da hat. Und ja, ich komme hier nicht wirklich viel zu Ballbesitz. Er macht es ganz gut, muss ich sagen. Ganz clever. Aber ich denke mal, wenn ich hier vorne was reißen kann, dann geht das aber gleich los. Vielleicht kommt sie ja jetzt. Vielleicht jetzt. Da, das Ding rüber. Und dann Rakitic mit der Mega-Chance vorbei. Und, oh, Pfosten. Ja, also jetzt ist hier Not am Mann. Ich will doch mal ein Tor machen. Ja. Jetzt doch, komm! Das gibt's doch nicht. Mandzukic hier am Dauerversagen. Vorne absolut, da kriegt er gar nichts hin. Vorne kriegt er nichts hin. Und jetzt vielleicht hier von hinten. Der Schuss! Ach, auch vorbei. Also ich bin hier heute einfach am Dauerversagen. Und deswegen ist Kroatien auch nicht so weit vorne dabei. Ja. Oh, Leute. War das, das kann doch wieder nicht wahr sein, was hier wieder abgeht. Ich bin im falschen Film. Oh, das war jetzt mal eine schöne Kombination nach vorne. Das muss es jetzt sein. Und das ist es auch. Das 1-0. Wer hat's geschossen? Brozovic, unser rechter Flügelspieler in Form. Aber ganz ehrlich, ich kann es euch jetzt schon sagen, dieses Team ist sein Geld nicht wert, finde ich. Das spielt sich jetzt, auch wenn es viel teurer ist, okay, die Abwehr ist mit, zum Teil mit Bronzespielern, Frust hier, zum Teil mit Bronzespielern, aber das braucht man nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der hat noch mehr Chancen gehabt, aber es ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Oh, jetzt hier über die linke Seite. Das muss es doch mal wieder nicht sein. Oh, ich mach's aber auch wieder viel zu kompliziert. Und jetzt wird es eng. Jetzt wird es verdammt eng. Und dann schießt er das Tor so easy peasy dadurch. Die 5er Abwehrkette komplett für den Arsch. Ja, okay. Es ist verdient, muss man auch sagen. Aber ich muss hier einfach aus meinen Chancen mehr machen. Mit dieser kroatischen, unglaublichen Mannschaft hier. Ja. Ja, schön durchgegangen. Und jetzt da hinten. Was ist denn das? Warum schießen die sich denn so scheiß Flanken dahin? Die können ja gar nichts. Alter, echt, ich kann Flanken schießen, wie ich will. Ihr habt ja noch nicht mal alle gesehen. Die kommen alle, einer beschissener als der andere an. Es ist echt, es ist FIFA 17. Mit Flanken kannst du da nichts erreichen. So, wir haben die 90. Minute. Das ist die klassische Gegentorminute. Und ihr kennt das. Aber ich will jetzt schon mal mein Fazit zu dieser Mannschaft sagen. Und ich bin einfach herbst enttäuscht, muss ich sagen. Übelst enttäuscht, egal was jetzt dabei rauskommt.
Egal, ob jetzt Mandzukic das Ding jetzt hier noch macht oder nicht, er macht's noch tatsächlich. Ich mach das Tor. Aber Mandzukic kannst du in so eine Formation nicht reinmachen. Du brauchst für so eine Formation einen schnelleren, agileren Stürmer. Und das ist Mandzukic absolut nicht, ja. Und er verliert die Bälle. Er hat, ich weiß nicht, die Dribblingwerte, wie die bei dem sind, aber enge Ballführung ist mit dem absolut nicht zu machen. Der hat vielleicht einen guten Schuss, der kann vielleicht sich gut durchsetzen. Hier in dem Spiel, in den beiden Spielen hat es bei mir überhaupt nicht geklappt, hat sich nicht gut gespielt. Rakitic konnte ich jetzt nicht so richtig ausspielen, keine Ahnung, kam nicht so richtig die Situation, fand ich. Gut, das Tor hat er jetzt gemacht, Mandzukic, aber ich meine, er ist der einzige Stürmer da vorne. Ich fand eher diesen, ich will noch mal lieber nachgucken, bevor ich den Namen falsch sage, diesen Piazza, den fand ich gar nicht schlecht für seinen Wert. Und der Brozovic hat auch ganz gut gespielt, aber auch dem fehlt so ein bisschen am Tempo auf der Außenseite. Trotzdem, der war ganz gut, also der ist schon positiv aufgefallen. Kovacic, auch ein super Spieler, aber man hat halt auch gemerkt, dass hinten in der Verteidigung vor allen Dingen der Torwart einfach Bronzekarten mit dabei sind und meine Innenverteidigung einfach arschlangsam ist. Allgemein, ich finde das Team scheiße, ich muss es jetzt so sagen. Diese kroatische Mannschaft, wie ich sie zusammengestellt habe, die war jetzt nicht so gut. Wir hatten ein paar gute Spieler dabei, aber es müssen dann schon doch ein paar mehr Goldspieler sein, damit das sich ein Ticken besser spielt alles. Trotzdem, auch wie gesagt, die Formation hat mir jetzt überhaupt nicht gelegen gegen die Gegner. Ich finde auch, das Mittelfeld ist komplett leer. Rakitic irgendwie überall nur vorne. Kovacic, der versucht da noch irgendwas zu machen, aber ist eigentlich auch nie da. Trotzdem, es ist immer ein Spaß, dieses Video hier aufzunehmen, sowas wie Buy First Sky. Macht immer Spaß und Laune. Ja, ihr hattet noch Island vorgeschlagen, die will ich mir aber noch für später aufheben. Mal gucken, was wir als nächstes machen, Land oder Liga. Schreibt immer gerne, was ihr gerne Bock habt, in die Kommentare rein und ich gucke, was dann so möglich ist beim nächsten Mal. Falls ihr noch ein anderes Video sehen wollt, schaut hier in die Verlinkung rein. Dann sehen wir uns da wieder. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.